Freut uns auf ein jährlicher Ereignis im Januar. Das ist die Fischinternationalität München, die mit dem Dr. Jens Bohn, unserem Kurator, federführend umgesetzt wird. Fischinventur auch für uns wichtig, auch wenn wir einen Shop haben, auch unsere Fische müssen gezählt werden. Warum und wieso erzählt den gleich der Dr. Bohn. Es gibt dann eine kleine Agenda, wo wir zählen, und ich hoffe, es macht uns allen Spaß. Und hoffentlich, ihr habt eine Menge Spaß dabei und aufpassen, dass die Fische nicht wegschwimmen. Also herzlich willkommen zur jährlichen Fischinventur hier im Fiedler in München. Warum wir zählen, ist im Grunde ganz einfach. Es geht darum zu überprüfen, ob die Zahlen, die wir über das Jahr gesammelt haben, auch wirklich stimmen. Wir machen tägliche Rundgänge und schreiben auf, welche Fische neu dazugekommen sind, welche Fische zum Beispiel vielleicht verstorben sind, ähnliche Geschichten. Das Problem ist, dass sich da immer Fehler einschleichen können, zum einen, dass es andererseits Becken gibt, die einfach so schwer einzusehen sind, dass wir die Fische nicht wirklich ad hoc sagen können, wie viele da drin sind. Und um diese Buchführung einmal im Jahr wirklich zu überprüfen, dafür wird diese Zählung gemacht. Wir machen diese Zählungen zum einen firmenintern, also weil unsere Firma diese Zahlen selber gerne hätte, zum anderen, weil es aber auch ein offizielles Dokument ist in Form des Jahresberichtes, werden diese Zahlen dann auch an die untere Naturschutzbehörde gemeldet und sind somit natürlich auch offiziell wichtige Zahlen. Warum wir zählen, so ein bisschen angedeutet habe ich schon, weil es im Grunde bei manchen Becken ganz schwer zu sagen ist, wie viele Fische sind wirklich drin. Und zwar einfach, weil Fische auch mal versterben können, ohne dass wir es mitbekommen zum Beispiel. Es gibt eine ganze Reihe Becken, die so groß sind, dass wir nicht jede Ecke immer einsehen können. Und wenn ein kleiner Fisch irgendwo verschwindet, dann merken wir das einfach nicht unter Umständen. Die werden einfach aufgefressen, die Leichen sind damit weg und nicht mehr erfasst. Und um dieses hier ein bisschen gegenzusteuern und zu korrigieren, führen wir einmal eine Zählung durch. Die Zählung, die wir, also Aquaristik, machen, läuft diese ganze Woche. Das heißt, wir werden uns jeden Tag einen Bereich vornehmen, hinter den Kulissen zählen und auch natürlich die Sachen zählen, die zum Beispiel bei uns in der Quarantäne sitzen, die Jungen, die wir gerade aufziehen, solche Geschichten alles. Die offizielle Zählung dauert also ein bisschen länger und ist ein bisschen genauer. Aber was wir jetzt hier veranstalten, ist im Grunde einfach mal zu zeigen, wo liegen denn die Schwierigkeiten eigentlich. Was kann man bei so einer Zählung falsch machen? Man muss zum Beispiel Fische erkennen können, damit man überhaupt, also verschiedene Arten unterscheiden können, damit man überhaupt anfangen kann zu zählen. Wir haben es hier versucht, nicht zu schwierig zu machen, und ich hoffe, dass wir heute schon mal gute Zahlen bekommen, mit denen wir dann weiter.